Nun, es sieht so aus, dass dieses Virus sehr viel mehr Organe betreffen kann, als wir aus den ersten Berichten, vor allen Dingen aus China, auch entnehmen konnten. Es gibt Berichte über Herzbeteiligung, es gibt Berichte über einen Einfluss auf die Blutgerinnung, es gibt Berichte über auch Beteiligung der Nieren. Und das sind natürlich alles Erkenntnisse, die man jetzt systematisch sammeln muss und eben auch durch Obduktionen dann auswerten muss, um hier ein vollständiges Bild dieser Covid-19-Erkrankung mehr und mehr zu bekommen.